Ihr wollt Böen wie ein Profi meistern? Dann nehmt euch mal die nächste Viertelstunde Zeit. In Teil 5 unserer Seemannschaftsserie zeigt euch Lars, wie man die heftigen Windstöße pariert und dabei auch noch schnell bleibt. Das alles mit unseren beiden dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Booten, einer Halberg Rassi 340 und einer Winner 9. Doch bevor wir gleich ans Eingemachte gehen, gilt es, ein paar grundsätzliche Fragen zu klären. Was ist eigentlich eine Böe? Eine Böe ist so definiert, dass eine kurzzeitige, starke Überschreitung der mittleren Windgeschwindigkeit. Also wenn ich kurzzeitig mehr Wind habe, als ich es bisher hatte. Na, laut Deutschem Wetterdienst muss das mindestens 3 Sekunden sein, dieses kurzzeitige, also mindestens 3 Sekunden lang und mindestens 10 Knoten über der bisherigen durchschnittlichen Windgeschwindigkeit. So, es gibt im Prinzip 2 unterschiedliche Arten von Böen, die man so unterscheidet. Das nur so ganz am Rande als Theorie. Im Prinzip kann es uns ja fast egal sein, was das für eine Art ist, Böe, die jetzt reinkommt. Aber 2 Arten. Eine erleben wir gerade hier, ablandiger Wind, die turbulente Strömung quasi, die eben über Land kommt, dort auf Hindernisse stößt, die sie verschieden abbremsen. Diese Luftlöcher, die entstehen, müssen wieder aufgefüllt werden. Und so haben wir eine relativ zerfahrenen Acker, wie man so sagt, also Böen, die auch gerne aus allen Richtungen kommen können. Im Unterschied zu dann die zweite Art sind thermische Turbulenzen, die kommen eher durch eben aufsteigende Luft und aufsteigende warme Luft, wird kalte Luft nachgezogen. Oder wenn Fronten durchziehen, das sind thermische Turbulenzen, die zeichnen sich auch vor allem dadurch aus, dass die Böen meistens von rechts kommen. Das kann bis zu 30 bis 40 Grad weiter von rechts kommen. Das hat mit verschiedenen Effekten zu tun, eben Erdrotation und so weiter. Aber muss man alles gar nicht wissen. Im Prinzip, es gibt 2 Arten. Wenn man eher so binnen und unter der Küste unterwegs ist, kann man eher so mit turbulenten Strömungen rechnen, die sehr überfallartig von Land eben kommen. Und diese thermischen Turbulenzen kündigen sich ein bisschen länger an. Die kann man auch an Wolken ein bisschen besser erkennen. Eben viele weiße Haufenwölkchen im Gegensatz zu einer geschlossenen Wolkendecke. Da ist es eher unwahrscheinlich, dass es sehr böig wird. Das sind so im Groben die 2 Arten Böen, mit denen wir so umgehen, die wir so erleben. Wie sich so eine Böe anfühlt, erleben wir am Drehtag von Neustadt in Holstein. Da haben wir doch mal Glück, dass es heute wirklich etwas böiges Wetter gibt. So, da sehen wir jetzt richtig schön, wie man so eine Böe erkennen kann. Da sehen wir Schaumkämme anlaufen, die wir hier jetzt eben nicht hatten. Wir werden das gleich merken, wenn wir nichts bedienen. Jetzt kommt die Böe an, wie die Yacht auf die Seite geht, wie ich hier hinten das Ruder querstellen muss. Das fängt an zu bremsen hier hinten, das Ruder, weil es eben sehr viel Druck erzeugen muss gegen dieses Anlufen. Wir haben Lage, die Yacht luft an bei Lage, haben wir ja gelernt, und ich muss hier richtig gegenziehen und verliere jedes Mal Speed, wenn ich hier hinten so stark gegenziehen muss. Grundsätzlich sollte das Boot auf böige Bedingungen vorbereitet sein, also die Segel möglichst flach trimmen oder je nach Vorhersage schon mal vorsorglich reffen. Denkt dran, die Segelfläche immer dem Böenpotenzial anpassen, nicht dem mittleren Wind. Zum Segeltrimm und zum Reffen haben wir euch hier übrigens mal unsere Tutorials verlinkt. Wenn wir so unter Segeln fahren, gerade jetzt wie hier in Küstennähe, ist es ja oft so, dass der Wind eben sehr böig ist. Und da geht es jetzt darum, wie gehen wir am besten mit den Böen um. Erstmal müssen wir die Böen natürlich erkennen, das ist das Beste. Und zwar nicht erst, wenn sie erst einfällt, sondern schon bevor sie kommt. Dann, wenn wir hier mal so aufs Wasser gucken, das ist eigentlich sehr gut hier zu sehen, dass hier, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in so einem flaueren Bereich, das sehen wir auch, wir haben nicht allzu viel Lage. Wir fahren hier ganz gut alles, können das ganze Tuch tragen, wunderbar. Sehen aber jetzt da oben schon, da wird es schon ein bisschen dunkler. Und jetzt wird so ungefähr 20 Sekunden, 30 Sekunden wahrscheinlich dauern, bis wir hier die erste Böe kriegen. Jetzt nähert sich dieser Patch so langsam. Das sehen wir an dem Dunklen, was da so auf dem Wasser aufsetzt. Auch, dass da so ein paar Schaumkämme mitgehen. Und jetzt heißt es, entweder der Steuermann oder Crewmitglied an der Schot bereit sein. Und ich hier auch am Achterstag. Wir machen erstmal gar nichts. Wir gucken mal, wie sich die Böe jetzt gleich auswirkt hier. Und wir merken es schon. Jo. Legt sich schön auf die Seite. Ich kriege sie gerade noch gehalten. So, im Normalfall, wenn es jetzt zu viel wird, dann geht mir die Yacht in den Wind. Ich kriege sie kaum noch gehalten, muss sie wieder runterwürgen. In der Zeit verliere ich Fahrt.
habe mehr Abdrift, weil ich weniger Fahrt eben habe. Und das ist so dieses Spielchen. Im Moment kriegen wir es noch. Da kommt gleich nochmal, wie es aussieht, auch nochmal schön eine an. Um dem aber zu begegnen, ist es eben ratsam, mit dem Großsegel zu arbeiten, wenn man eben arbeiten will. Wenn man jetzt Fahrtensegeln unterwegs ist und man kriegt es gehalten. Ja, jetzt sehen wir schon hier. Ne? Kommt richtig schön rein, das Vorsegel fängt an zu killen, ich verliere gerade Fahrt, ich muss das aussteuern nach Luv hier, die Bö. Fahrt geht raus aus dem Boot, das kann ich überstehen, solange Fahrt drin ist, ist es okay, aber ich verliere eben Fahrt, ich verliere Weg. Und um das nicht zu machen, ist es eben eine Möglichkeit, generell das Großsegel zu verkleinern, aber bevor, also zu reffen, bevor wir das allerdings machen, haben wir vielerlei Trimmmöglichkeiten, wie wir so einer Bö begegnen können. Eine ist hier zum Beispiel, mit dem Achterstark zu arbeiten. Kurz bevor die Bö kommt, so wie jetzt, kräftig das Achterstark anziehen. Das ist hier ein bisschen zu wenig untersetzt, aber ein bisschen was ist passiert. Dadurch biegt der Mast, das Segel geht hinten auf und ich verliere schon mal eine ganze Menge an Druck. Jetzt sieht man eben, wenn man am Achterstark zieht, wie der Mast so ganz leicht kommt und wie aber oben das Segel aufgeht tatsächlich. Das erreicht man damit. Dazu ist es allerdings wichtig, dass Achterstark gut übersetzt ist und dass man es auch gut erreichen kann, weil man will es ja danach auch wieder lösen. Wenn die Bö durch ist, kann man das wieder lösen, geht das Segel wieder ein bisschen zu und man macht mehr Druck. Aber so kann man schon mal gut durchfahren. Noch effektiver ist es, mit Traveller, wenn er in Reichweite ist, oder Großschot zu arbeiten. Das können wir jetzt mal machen. Warten wir noch, bis hier gleich noch mal eine Bö wirklich reinkommt. Jetzt legt sich die Yacht. Kann man auch gut den Traveller wegschmeißen. Man sieht schon, die Yacht fährt gerade. Ich kann ganz easy nach dem Vorsegel nach wie vor steuern. Ich bleibe genau auf meinem Amwindkurs, fahre die gleiche Höhe wie vorher, habe die Bö schon ausgesteuert, jetzt ist sie durch und jetzt kann der Traveller wieder dichter. Das setzt natürlich ein bisschen Arbeitswillen auch der Crew voraus. Jetzt sind wir wieder richtig schön unter Druck und haben diese Bö durchfahren quasi. Wir haben gar nicht viel an der Kursrichtung gemacht, sondern Großsegel weg und dadurch den Druck abgebaut und konnten die Bö schön durchfahren, haben sogar noch ein bisschen Speed aufgebaut dabei und haben nicht das Problem, dass die Yacht vielleicht sogar aus dem Ruder läuft. So, können wir auch mit der Großschot machen. Jetzt die Großschot voll los, einfach raus das Segel. Zack, wir sehen, wie die Yacht sich aufrichtet. So, und langsam wiederholen. Da haben wir den großen Peak raus, können die Segel jetzt wieder trimmen, was wir gehalten kriegen. Und wenn die Bö durch ist, kann das Segel wieder auf die alte Stellung. Das ist natürlich alles Arbeit, setzt auch gute Beschläge voraus, so wie hier, die auch gut bedienbar sind. Aber dann macht es auch Spaß und dann wird man auch dem einen oder anderen, der in der Gegend hier mitfährt, wird man dann auch wegfahren, bevor man eben die Yacht einfach nur in den Wind stellt. Das kostet Fahrt. Klar ist, wenn es keinen Traveller gibt, arbeitet ihr nur mit der Großschot. Jetzt hier auf einer Halber Grassi 340 haben wir keinen Traveller, haben die Großschot im Prinzip als einzige Möglichkeit auf Böen zu reagieren. Das Achterstark haben wir schon permanent stark angezogen, damit das Großsegel aufdreht. Wenn jetzt hier kurzzeitig tatsächlich doch deutlich zu viel Druck entsteht und das Boot eine Tendenz zeigen sollte, jetzt kann es soweit sein, jetzt läuft es gerade aus dem Ruder, richtig? Da kann man kurzzeitig die Schot tatsächlich mal aufmachen, bis das Boot wieder eingefangen ist, die Schot lassen, ein bisschen auflassen, bis der Steuermann, bis die Bö wieder durch ist. Und dann hat man hier, aber sieht man auch schon, eine 1:6 Übersetzung. Ich habe fast keine Chance, so als Crew die Schot jetzt hier vernünftig wieder dicht zu kriegen. Das Segel ist einfach zu groß. Da muss man jetzt durch die Bö durch. Wenn sie weg ist, kann der Steuermann wieder ein bisschen anrufen und ich kann es wieder ein bisschen dichter nehmen. Wenn das permanent passiert, immer wieder passiert, dass er mir aus dem Ruder läuft, dann sollte man eher mal dran denken, die Segelfläche zu verkleinern, weil dann bringt das auch nichts mehr. Wenn ich nur immer das Ruder quer stehen habe und ihn in den Wind stelle, hinten bremst er, vorne geht er in den Wind, dann ist irgendwann vorbei. Also ich habe jetzt hier kaum eine Chance, die Schot dichter zu kriegen, aber ist auch nicht schlimm. Lieber die Schot ein bisschen erstmal noch aufhaben, solange wie das geht, und nach der Genua steuern. Ist immer noch schneller, als wenn ich die Segelfläche zu früh verkleine. Aber jetzt merkt man schon so, ui, ja, da kann ich schon mal wieder. So. Und wenn man das Geräusch zu oft hört,
weil man die Yacht meinetwegen nicht mehr gehalten kriegt, dann sollte man jetzt mal übers Reffen nachdenken. Das ist hier natürlich auch nochmal eine Anordnung, wie man sie machen kann, wenn man jetzt bei viel Wind, wenn man die Schot nicht mehr per Hand kriegt, wie man sie mit der Winch reinholen kann. Horst, wenn du einmal drehst jetzt hier, so Bö kommt, jetzt kommt sie zwar gerade, jetzt sollten wir es nicht machen, aber egal. Aber man sieht eben, man kriegt noch was gezogen, mit der Hand würde hier nichts mehr passieren. Ja. Es ist natürlich ein bisschen mit der aufgesteckten Winch zum Losschmeißen ein bisschen schwierig, da muss man immer die Kurbel wieder runternehmen. So, jetzt fahren wir noch mal die Bö aus, die ist gleich vorbei. Und ich steuere einfach nach Windfäden quasi die Genua. Wir bleiben auf dem ganz normalen Amwindkurs und machen richtig gut Speed hier. Ohne Fahrt zu verlieren, ohne die Ruder querzustellen. So, jetzt wird es weniger, jetzt können wir mal so langsam anfangen, wieder das Großsegel mit dazu zu holen. Wir merken, es wird ein bisschen mehr Lage, aber es ist alles, das Ruder bleibt so stehen. Ich habe nicht mehr Ruder gegeben. Der Ruderdruck ist noch alles machbar. So, wenn wir das jetzt wieder gut getrimmt drin haben. Genau, das ist natürlich alles nicht mehr unbedingt Cruising. Hier sind wir schon im sportlichen Bereich. Jetzt ist gut getrimmt wieder alles und wir können so weiterfahren bis zur nächsten Böe. Wir sollten die Kurbel vielleicht runternehmen. Es ist vorbereitet zum... Ist ja jetzt in der Klemme drin, dann können wir über die Klemme wieder. Aber da... Wären jetzt Handschuhe auch sehr angesagt, weil jetzt sehr viel Power drauf ist. Wenn ich jetzt losschmeiße und viere, da kann es schnell heiß an den Händen werden. Zum Ende gibt es noch mal ein bisschen Theorie. Denn wichtig ist, dass ihr auch versteht, was so eine Bö eigentlich mit eurem Boot anstellt. Daher laden wir euch im Hafen noch mal zur 5-Minuten-Theorie ein. Warum das so ist, dass eben in der Böe eine Yacht so stark wegkränkt, das können wir uns hier mal an einem kleinen Schema, an einer Zeichnung angucken. Das ist die Ausgangsposition ohne Böe. Wir segeln am Wind mit 5 Knoten ungefähr, Fahrt im Boot, generieren uns also einen Fahrtwind genau von vorne von eben 5 Knoten, der uns ins Gesicht bläst. Der wahre Wind weht mit auch 5 Knoten aus ungefähr 45 Grad, wie man es ja so am Wind kennt. Dann würde die resultierende aus Fahrtwind und warmem Wind, die nennt man eben den scheinbaren Wind, der würde jetzt mit 9 Knoten aus 23 Grad an Bord kommen. Ganz so hoch können wir mit einer normalen Yacht nicht fahren. Das ist jetzt hier idealisierte Werte, auch um es auf das Blatt Papier zu bringen und um es deutlich zu machen. Jetzt kommt die Bö, die kommt aus Richtung, wir haben noch nicht mal angenommen, dass die Bö irgendwie nach rechts dreht oder so, die kommt aus derselben Richtung, allerdings kurzzeitig eben mit der doppelten Geschwindigkeit. Hier waren es 5 Knoten, jetzt kommt eine 10-Knoten-Bö aus 45 Grad. Die Yacht kann da noch gar nicht mit Speed drauf reagieren. Die fährt ja immer noch 5 Knoten, hat 5 Knoten Fahrtwind. Wir zeichnen das Parallelogramm ein und sehen, dass der scheinbare Wind nicht nur mit 14 Knoten gegenüber hier drüben 9 Knoten natürlich um diese Zunahme stärker einfällt, ungefähr um diese Zunahme, sondern auch im Prinzip nach rechts dreht, weil eben die Komponente mehr, der Fahrtwind bleibt erstmal gleich, aber der wahre Wind wird stärker und das ganze Parallelogramm verschiebt sich nach rechts. Das heißt also, die Bö fällt quasi für uns gefühlt nicht nur mit mehr Wind ein, sondern auch noch raumer. Das heißt, wir segeln eigentlich für die Bö plötzlich zu tief. Wir müssen anluven. Da wir das meistens nicht ganz so schnell können und das sehr plötzlich passiert, ist was? Mehr Wind, auch noch raumer einfallen. Die Yacht kränkt. Und was diese Krängung bewirkt, das können wir uns jetzt nochmal im Modell angucken. So, warum viel Krängung zu Luftgierigkeit am Ende führt, denn das ist die Folge, das können wir uns hier mal angucken. Können Sie sich mal vorstellen, das Boot segelt ganz normal, bisschen Lage am Wind. Hier fallen auch schon gerade schöne Böen ein. Und die Vortriebskomponente, das kennen wir, das haben wir mal alle gelernt, die ist hier irgendwo, ist der Gesamtschwer-Segeldruckpunkt des Segels, die wirkt ungefähr so hier in diese Richtung. Die Yacht würde jetzt also quer einfach wegtreiben, tut sie aber nicht, weil hier unten natürlich ein Kiel ist. Der hält sie unten fest im Wasser, die Vortriebskomponente wirkt schräg nach vorn, die Yacht segelt nach vorn. Wenn jetzt die Bö einfällt, haben wir ja gerade gesehen, die fällt raumer ein und noch mit mehr Wind, legt sich die Yacht stark auf die Seite. Diese Vortriebskomponente bleibt aber, wo sie ist. Hier ist sie ungefähr
so weit weg vom Schiff, um es mal ganz grob zu sagen, wirkt so nach vorn, jetzt kränkt die Yacht, die ist plötzlich hier. Das heißt, sie greift hier irgendwo an und zieht die Yacht. Die wird aber hier im Wasser ja durch ihren Rumpf und alles gebremst nach wie vor. Diese Komponente wirkt mehr außen, das heißt, sie versucht die Yacht hier um diese Bremsekomponente rumzudrehen. Deswegen wird eine Yacht luftgierig, je mehr Lage sie kriegt, weil sie immer diesen Drehimpuls quasi bekommt. Und das ist das, was wir eben in der Bö merken. Die Yacht legt sich auf die Seite, wird luftgierig, versucht in den Wind zu drehen. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir das Ruder richtig hart dagegen anstellen, bis es fast quer steht. Ein Riesenwiderstand, also hier entsteht Ruderdruck, der dagegen wirkt. Und so schiebt das ganze System durchs Wasser eben, bis der Druck hier hinten nicht mehr reicht und es vielleicht sogar außer Kontrolle gerät und in den Wind schießt. Selbst wenn das nicht passiert, ist aber der Druck hier hinten so groß und der Widerstand, dass das alles nichts bringt. Deswegen bringt es eben mehr, wenn die Bö einfällt, die Yacht auf die Seite geht, die Schot zu öffnen, die Großschot eben nur, hier öffnen jetzt beide, weil sie kombiniert sind, die Großschot zu öffnen. Die Fock bleibt quasi dicht, die Lage geht raus und ich fahre weiter relativ gerade meinen vorherigen Amwindkurs und brauche nicht so viel Ruder dagegen stellen. Mach Fahrt, habe weniger Lage und eben gewinne deswegen in der Bö sogar, als anstatt ich, dass ich verliere, in den Wind schieße, Abdrift habe und dann wieder neue Fahrt aufnehme. Und damit beenden wir fürs Erste unsere Serie Seemannschaft mit Lars. Aber keine Sorge, wir haben schon weitere Filme in Planung. Einfach den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und wer die Serie gedruckt nachlesen will, dem empfehlen wir unser Seemannschaftskurzabo. Den Link gibt's in der Beschreibung. Und passend zu Böen und deren Handling gibt es im kommenden Film hier bei uns ein paar schöne Abflüge zu sehen. Wir waren nämlich mit der neuen First 36 mit Vollzeug unterwegs und haben es ab und zu auf die Spitze getrieben. Natürlich rein aus journalistischen Gründen.